Insbesondere bei Trainierenden, die hauptsächlich aus ästhetischen Gründen trainieren, herrscht häufig die Vorstellung, dass durch Krafttraining mit sehr hohen Wiederholungszahlen die Muskulatur besser definiert werden könnte. Diese Strategie begründet sich auf den Trainingspraktiken aus den Anfangszeiten des Bodybuildings und ist auch heute mancherorts noch zu beobachten. Die Sichtbarkeit der Muskulatur sowie die optische Abgrenzung einzelner Muskeln voneinander sind maßgeblich von der Dicke der Fettschicht unter der Haut abhängig. Deshalb sollte die Reduktion von Körperfett auch die primäre Strategie zur Erreichung der erwünschten Muskeldefinition sein. Ob sich die Menge an gespeichertem Körperfett verringert, entscheiden das Verhältnis von aufgenommener zu verbrauchter Energie sowie die Art der Nahrungsmittel, über die die Energie zugeführt wird. Zur Körperfettreduktion sollte idealerweise mehr Energie verbraucht werden, als über die Ernährung zugeführt wird. Viele Trainierende sind der Überzeugung, dass ein Training mit niedrigen Lasten und sehr vielen Wiederholungen mehr Energie verbraucht als ein Training mit weniger Wiederholungen. Das ist zwar grundsätzlich korrekt, allerdings ist der Unterschied bezüglich des Energieverbrauchs insgesamt weniger relevant. Der entscheidende Punkt ist, dass bei Energiemangel neben dem Körperfett auch Muskelmasse zum Ausgleich des Defizits genutzt wird und um dem unerwünschten Abbau von Muskelmasse entgegenzuwirken, haben sich Krafttrainingsmethoden mit höheren Lasten und niedriger bis moderater Wiederholungszahl bewährt. Durch hohe Intensitäten im Krafttraining werden die schnellkräftigen Typ-2-Muskelfasern effizienter stimuliert, die bei Energiemangel sonst zur Energiegewinnung abgebaut würden. Möchte man also eine bessere Definition erreichen, ohne dabei viel der aufgebauten Muskelmasse einzubüßen, empfiehlt sich die Kombination aus reduzierter Nahrungsenergiezufuhr mit einem intensiven Krafttraining. Einfach nur viele Wiederholungen auszuführen, erscheint hierbei weniger erfolgversprechend.